Es ist 23 Uhr am 18.07. Leute, aber stellt euch mal bitte vor, als ob es 3 Uhr morgens wäre. Weil um 3 Uhr morgens jagt dich der Game Master. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, es ist heute ja Dienstag wahrscheinlich, wo ich das Video hochlade. Und wenn so ein Video mal dienstags kommt, ist immer so ein kleines Extra-Video. Aber dieses Video ist mir wirklich mega wichtig, weil das will ich euch eigentlich zeigen, anstatt allein dahin zu gehen. Und hier, weil Leute, ich habe einen Dönerautomaten gefunden. Hier auch mal Maderos und Chalos. Ihr werdet es mir nicht glauben, Leute. Ich war einfach unterwegs, ne? Hab diese Aussicht genossen, dann habe auf die Stadt geguckt und da links habe ich ihn dann gesehen. Nein, ich habe gesehen, es gibt hier so automatenmäßig, die haben 24 Stunden geöffnet. Davon gibt es 2 Abteile so mäßig und da gibt es unfassbar viel Auswahl. Und dachte mir, ey, ich mag, also ich habe ja eh einen Automatenfetisch, ne? Also, ihr wisst ja, ich habe allgemein einige Fetische. Einer davon ist auf jeden Fall, eure Eier zu lecken. Wer hat einen Stinkeschwanz? Eins in den Chat. Ja, okay, nein, den habe ich abgelegt, sondern ich liebe es ja wirklich so, Neuheiten zu testen und hier und da und bla bla. Aber ich liebe es halt natürlich auch, Automaten zu lecken. Und ich habe ja so ein 24 Stunden Automatenvideo schon mal gemacht. Oder allgemein hier Pizza-Automaten, das Automaten. Und ich finde es immer wieder geil, verrückte Automaten zu finden. Und Digga, wir haben hier einen fucking Dönerautomaten gefunden. Und ich kann mir nicht vorstellen, was da abgeht. Weil, jetzt mal ehrlich, sitzt da einer drin? Wisst ihr, dann sitzt da so einer drin und macht so den Döner. Das kann ich mir schwer vorstellen. Trotzdem, vielleicht ist es ja eine andere Innovation. Werden wir auf jeden Fall erkunden. Wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, ich habe eher davon so gehört. Also, mir wurde erzählt, ey, hier und da, bla bla bla. Und ich bin dran vorbeigefahren, aber habe es nicht so richtig gesehen. Wenn ja wirklich irgendeiner sitzt. Aber wie soll einer sitzen? Oder wisst ihr, am Pizzaautomaten war es ja so, ne? Die Pizza wurde dann im Automaten richtig gemacht. Also vorgeheizt, belegt und so. Natürlich, beim Pizzaautomaten war die Pizza. Okay, finde ich sogar schlecht. Nee, eigentlich gar nicht. Die war so ganz in Ordnung. Ich habe auch 1, 2 Videos dazu. Könnt ihr auch gerne reinziehen. Aber obwohl das jetzt viel wichtiger hier, weil Dönerautomaten. Weil, naja, irgendwie ein Spieß im Automaten, das wäre ja, glaube ich, kulinarisch oder hygienemäßig, glaube ich, gar nicht möglich. Also glaube ich nicht. Ach Digga, ich hoffe einfach nur, es ist ein Dönerautomat. Selbst wenn es unfassbar scheiße und enttäuschend schmeckt, ist es mir irgendwo egal, weil ich mir denke, Digga, ich habe einen Dönerautomaten, Mann. Oder beziehungsweise Dönerautomaten getestet. Ich finde es so sehr komisch. Leute, das Dönerland ist eigentlich Deutschland oder auch Türkei, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und ich schätze mal in der Türkei und ich bin ziemlich sicher, in Deutschland gibt es keinen Dönerautomat. Aber warum denn hier? Geh mal da raus. Wie kann das eigentlich wahr sein? Aber gut, Leute, ich weiß, ihr seid dran gewöhnt, immer hier Action und Schnitt und hier und da, aber heute sage ich, ist so ein halber One-Taker. Dass ich hoffe, es ist in Ordnung für euch, weil der Dönerautomat, das will ich euch einfach präsentieren, das will ich hier auf meinem Kanal haben. Der Dönerautomat. Ich mache mir jetzt ready auf ins Nachtleben von Madeira. Okay, Schweine, ich bin angekommen. Leider ist hier die ganze Zeit Musik und so eine Scheiße, aber da ist es. So, ihr Schweine, hier ist es. Ich hoffe, keiner ist drin. Foods and Drinks. Grab and Go heißt der Laden. 24 offen, ich kann es auch um 3 Uhr morgens reinschlendern, Alter. Und du kannst hier machen, was du möchtest. Ich wollte gerade da reingehen, dann geht erstmal so eine Familie rein. Denke ich mir, okay, ich warte. Familie geht raus, hört sich in irgendwelche Jugendlichen rein, setzt sich vor den Laden bis jetzt, Digga. Und trinkt irgendwie Kaffee und hier und da kommen Freunde dazu. Ich will doch einfach nur in Ruhe da drin drehen und meinen schönen Döner testen. Ivan, gönn dir zum Frühstück den Döner. Es ist der nächste Tag, ich bin bereit jetzt für einen Dönerautomaten. Ich stehe natürlich schon wieder Leute vor diesem Laden. Ich weiß ja, was da los, Leute. Dieser Dönerautomat zieht magisch Menschen an, aber scheiß drauf, ich gehe jetzt rein. Hier können wir jetzt lecken, ich will den Dönerautomaten haben. Ich bin reingegangen, ihr Schweine, und hier soll's sein. Hier gibt's einfach Croissants im Automaten. Also, es gibt erstmal so random Automaten. Hier auch Kinder Bueno, hier kannst du Schokolade kaufen, die wahrscheinlich schon geschmolzen ist. So, komm, Ome, dann will ich noch mehr Casino-Streamer erzeugen. War es gerade eine Ansage oder was? Und hier, Leute, ach, hier kommt scheiße, wie ist es? Hier wollen wir hin, hier zu diesem Automaten, Leute. Das ist das Baby, was wir suchen. Lana ist Grab and Go, wird Video überwacht. Moin. Und hier, Leute, ist es. Da ist der Kebab Franco. Hier ist er, hier gibt es sogar Burger, hier gibt es sogar Chicken Bay, Double Cheese, also gleichzeitig ein Burger-Automat, Hotdog-Automat und Döner-Automat. Das ist natürlich am wichtigsten, der Döner. Digga, ein Döner-Automat. Wie teuer ist die Scheiße? 7? Sag mir nicht 27 Euro. Ah ne, 2,90 Euro angeblich. Also ihr seht, Moment, ich klopf mal. Hallo, was darf sein? Ich glaube nicht, dass ein Dönermann da drin ist. Also ich habe jetzt, ja, ich schätze jetzt einfach mal, ne, das ist wahrscheinlich so ein Fertigding. Also du drückst jetzt drauf. Warte, was müsst ihr denn drauf drücken? Ich müsste Geld reinwerfen. Und ja, okay, das sollte klappen. Und dann drückst du halt einfach und dann gibt er dir halt wahrscheinlich so einen Fertigdöner oder so. Digga, wenn es warm gemacht wird, ist halt so eine Fertigware. Wie so ein Döner, den du halt fertig kaufst im Supermarkt. Das gibt's ja auch. Ist jetzt, also wird so geil. Ach, scheiß drauf, Digga, ist trotzdem ein Dönerautomat am Ende des Tages. Hier kommen auch immer wieder Leute rein, dass sie irgendwas nehmen. Also die Scheiße läuft anscheinend. Aber komm, das Wichtigste ist, ich nehme, glaube ich, einen Burger, ne? Weil wir wollen einen Burger haben. Und wir wollen hier Hot Bobs heißt das anscheinend. Ein Burger, 2 Euro nur. Packen wir mal rein. Nein. Achso, ich dachte schon, mein L verloren. 38. 3,8. Okay, mal gespannt, was passiert, Digga. 2 Euro habe ich reingeworfen. Ich stehe Production, Correction, Rec. Oh, ich hör was. Hört ihr das? Okay, da passiert was. Da passiert was. Okay, Digga. Also, irgendwas passiert auf jeden Fall. Vielleicht machen die gerade geil warm oder so. Das wäre nice. Wahrscheinlich wird er nicht so aussehen. Das ist ja nicht so schön, wahr zu sein. Sonst was interessiert, hier gibt es noch irgendwie so ein. Oh, wisst ihr, ich kenne das. Pizza in länger oder kleiner. Dann gibt es hier noch so eine Art, keine Ahnung, was das sein soll. Chicken Baby. Also, sieht an sich natürlich die Bilder nicht schlecht aus. Dann haben die noch so Feuer hingemacht. Man denkt jetzt so, yo. Ja, so wird es aber nicht aussehen. Aber hier gibt es auch so Schokobrötchen. Finde ich sehr gut. Es dauert ein bisschen, das gefällt mir gerade. Ah, hier siehst du sogar die Zeit. 7. Hörst du das? 5, 4, 3, 2, 1. Also die machen das noch schön warm jedenfalls. Weil es ist anscheinend ein Fertigprodukt, das warm gemacht wird. Ich weiß, ihr habt jetzt erwartet, dass hier jemand sitzt, ein Döner schnell. Das habe ich jetzt auch nicht gedacht, weil das wäre ja völlig unmöglich gewesen von den Produktionskosten her. Das geht ja ab, Digga. Aber scheiß drauf, trotzdem, wir kriegen jetzt einen Burger in den Arsch geschoben und dann noch den geilen Kebab Franco. Muss ich aufmachen oder was? Ah, du musst aufmachen. Oh, der brennt. Ei, 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 ei. Okay.
Also es riecht nicht schlecht, ist halt so eine Fertigpackung drin. Okay, packe ich mal zur Seite. Jetzt holen wir den Döner, dafür sind wir doch alle hier. Ich muss das Geld hier so reintun, dann schluckt er dann hier nochmal rein. Alter, und noch den dritten. Zack. Und jetzt Nummer 187. Bams, bams, Digga. Okay, jetzt wird der Döner fertig gemacht. Ich finde das mal so interessant. Ich liebe ja Automaten. Ich habe ja so echt, das ist wirklich ein Fetisch, Leute. Ich liebe es, neue Automaten zu testen und hier und da. Und ich habe auch in Wien schon getestet, in Amerika und so. Geisteskrank, was da abgeht. Aber hier einfach ein Döner im Automaten. Digga, wo bin ich hier, Alter? Grab and Go heißt der Laden. Ich weiß nicht, ob das ein portugiesisches Ding ist oder ein spanisches Ding. Kann ja auch spanisch theoretisch sein. Aber scheiß drauf, Digga. Hier gibt's auch Kaffee und so ein Scheiß. Also hier gibt's wirklich alles. Hier siehst du, der Döner braucht insgesamt 25 Sekunden. Also es ist eine Fertigware, die sie warm machen. Hier haben wir auch unseren Cheeseburger. Digga. Okay, bin ich so aufgeregt am Pizzaautomat. Am Pizzaautomat, muss ich sagen, war das ganz geil. Da konntest du den Prozess so nachgucken. Da kam die Pizza unten raus. Hier ist es natürlich eher so eine billig Fertigware. Aber was soll's, Digga? Ich scheiße auf den Dönerautomat. Am Ende des Tages ist es ein Dönerautomat. Und Kebab Franco. Ich bin gespannt, von 0 bis 10. Ich probiere euch eine ehrliche Bewertung zu geben. Ich höre das Knacken. Ich höre so... Ich bin ziemlich sicher, dass es so eine Tüte sein wird, oder? So, 0. Let's go. Por favor. Please, 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 please. Ui, habt ihr das gesehen? Was geht hier ab? Ach da, jetzt kommt unsere Ware, unsere heiße Ware. Ich zieh, hier, hin. Heiß. Die Scheiße brennt, Alter, junge Leute. Okay, riecht irgendwie verbrannt nach verbranntem Plastik, Alter. Scheiße, man, hier will ich gar nicht essen. Ich bin unglaublich gespannt, Digga. Burger und Döner. Also alles in beiden, so gesagt. Dönerautomat und Burgerautomat. Der hätte ja auch sogar noch einen Hotdog gehabt, ne? Alter, ich bin auf den Burger gespannt. Also den Burger stelle ich mir gar nicht mal so scheiße vor. Zum Beispiel in Amsterdam, vielleicht kennt ihr auch diese Läden da. Da kannst du dir immer so Sachen, das heißt, glaube ich, Frego heißt das oder so. Da kannst du dir aus dem Automaten so Sachen rausziehen. Und die sind sogar auch nicht schlecht. Die werden aber frischer wahrscheinlich gemacht als das hier. Ich will gar nicht wissen, wie lange das hier liegt. Immer bei Automaten bei uns in der Schulzeit gab es mal so ein Gerücht. Da gab es die Automaten immer so an Bahnhöfen halt, ne? Und... Oh, Digga, der riecht ja widerlich. Naja, bei dem Automaten in meiner Schulzeit dachte ich immer, diese Apfelkuchen liegen dann gefühlt ein Jahr, wisst ihr, die sind richtig abartig. Aber hier auch, Madeira ist schon heiß, ne? Ich will gar nicht wissen, also in Deutschland ist gerade, jetzt, wo ich das Video heute am Dienstag aufnehme, heute ist der 19. Digga, es ist einfach in Deutschland 30 Grad, morgen 38 Grad. Was bis so einem Ding dann passiert? Der Käse riecht überschimmelig, sage ich euch ganz ehrlich. Ich frage mich, wie lange so ein Ding da liegt. Die Bulette sieht abartig aus. Also, alles abartig, aber das ist halt, das sieht aus wie ein Gehirn und nicht mehr wie Rind oder Mensch. Was ist das? Ist das ein Pilz? Der, das riecht so eklig. Oh mein Gott, das riecht wirklich schlimm. Also auch dieser provisorische Ketchup-Fleck ist keine Tomate. Ist wirklich Ketchup. Der riecht anders eklig. Also wirklich. Boah, egal. Ich habe früher ja eklige, ich mache heutzutage noch ekligere Videos und Schmeckesuppe und so ein Scheiß, aber der, das wird immer schwerer, sich was zu geben, weil das ist halt schon wirklich abartig. Oh Gott, ich habe Angst auf den Döner, wenn das schon so widerlich aussieht. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht, Digga. Also wirklich, ich würde lieber mein Auto ablecken, da die Reifen wichsen. Ist das... Alter, ist das eklig. Boah, das ist so widerlich. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist ein Fleisch aus meinem Arsch. Das ist kein Fleisch mehr. Ich bin kein Mensch mehr. Ich bin ein Hund. Nein, aber wirklich, das ist... Alter, ist das ekelhaft. Oh mein Gott, das ist widerlich, Digga. Ich würde 5-mal Veganer lieber werden. Was ist das denn? Was ist denn hier los? Nee, aber wirklich, ne. Ne, Digga. 3 Euro, ich zeig euch an. Ich zeig euch an den Körperverletzungen. Das ist... Boah, nee, den Burger. Ich tu mir das nicht an. Nee, ich tu mir das jetzt nicht an. Ich hab gar keinen Bock, Digga. Jetzt auf Toilette dazu sitzt und mir die Hose voll zu scheißen. Ich hab viel zu viel zu tun gerade auf Madeira. Ich muss den ganzen Umzug planen und so einen Scheiß. Leck mich, Burger. Kommen wir zum Döner. Das Hauptstück des Videos hier, was am interessantesten ist. Burger, wirklich, das war ja eine Vollkatastrophe. Okay, also der riecht schon mal besser auf jeden Fall. Das ist aber nicht der, also der ist auch wirklich sehr klein. Also ist immer ganz ehrlich, Leute, für 2,90 Euro ist das schon wirklich ein sehr kleiner Döner. Ist immer noch super heiß, also das Plastik hält das warm. Ich zeige mal das innen drinne. Also jetzt so, also es sieht auf mir besser als der Burger. Ist doch sogar eine Tzatziki-Soße so halbwegs drauf oder irgendeine Soße auf jeden Fall. Schwimmt da so halbwegs rum. Fleisch, also ihr könnt natürlich auch eure eigene Meinung bilden, ihr Schweine. Ne? Also ich kann euch auch meine Meinung sagen. Essen ist ja subjektiv. Einige würden vielleicht den Burger gerne verschlingen. Ist jetzt auch nicht böse gemeint wegen Lebensmittelverschwendung oder sonst was. Natürlich gibt es Menschen, die hungern. So meine ich das gar nicht, Leute. Aber ich sage euch mal die ehrliche Meinung. Digga, nicht böse gemeint. Ich will mir halt einfach keine Lebensmittelvergiftung jetzt holen. Weil das ist wahrscheinlich eine Lebensmittelvergiftung. Wirklich, der war, also der Burger wirklich eine Null. Also wenn ich jetzt von 0 bis 10 mache, das war einfach eine Null. Anders kann man sich sagen. Trotzdem jetzt hier zum Kebab. Der sieht auf jeden Fall schon mal viel, viel besser aus als der Burger. Das ist halt lustigerweise auch nicht der billigste Kebab, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Ich habe schon mal einen billigeren gegessen, der 2,90 kostet. Ich habe früher Schülerdöner gehabt. 2,50 Euro. Du hast ein Sonderangebot mit herrlichen Soßen. Dazu schon Fleisch. Also es ist an der S-Bahn-Station in Hamburg gelangt. Wer hieß der? Ich weiß nicht, der hieß, Saphir-Döner oder sowas, ne? In der Phoenix-Döner. Genau. Ja, ich schätze, ich weiß mal Bescheid. Das war echt mega. Hört sich an, hört sich eh knapp für 2,50, ne? Ich weiß nicht, was euer billigster Döner war. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ich weiß nur, Digga, 2,50 für einen Döner hört sich eklig an, aber der war wirklich super lecker. Und damals war es noch so eine Zeit, wo Döner normal
normalerweise 3,50 Euro bis 4 Euro kostet. Heute durch die ganzen Lebensmittelpreise, durch die Weizenkosten und so weiter, ist ja normaler Döner schon bei 5 Euro. Und das ist richtig sad. Allerdings, wenn ihr billig Döner essen gehen wollt, habt ihr hier einen für 2,90, auch wenn er sehr klein ist. Ich habe Angst, bin aber gleichzeitig auch sehr gespannt. Ich will mich jetzt beim Burger, sage ich ehrlich, das gebe ich mir nicht. Ne? Aber hier, also ich frage mich auch gerade ein bisschen, Leute, ist das noch Fleisch oder ist das jetzt eine Zwiebel? Also... Okay, Digga. Das heißt, ihr esst in der Kombi. Danach kann ich nochmal einzeln essen. Ich war jetzt einfach mal rein, Leute. Ich schwitze wie sonst. Es ist so heiß in diesem Auto, Digga. Das Problem ist sehr weit. Das Fleisch schmeckt leider so ein bisschen, würde man sagen, nicht giftig. Wie nennt man die Scheiße? Bitter. So leicht, ganz leichte Bitternis hast du im Geschmack. Aber das Brot, muss man zusagen, auch wieder auf der Wärme, ist halt ultra weich. Ne, einige stehen halt völlig darauf. Ich finde, manchmal selbst gemacht das Brot richtig geil. Das ist auch mal so weich, das ist nicht nice. Das muss immer knackig oder sonst was sein. Also, das Brot ist jetzt nicht krass. Es ist nichts Besonderes. Das Brot ist halt völliger Standard, aber es ist nicht kacke oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Fleisch, ne? Ich nehme jetzt ein einzelnes Fleischstück hier raus. Oh, das Fleisch einzeln schmeckt wirklich nicht gut. Also das Einzelne schmeckt schon sehr, sehr gummiartig und sehr mystisch, ne? Als ob da das war keine Kuh, glaube ich. Das wäre eine Ratte wahrscheinlich. Nee, Digga, das Fleisch ist wirklich schlecht. Das Fleisch ist richtig schlecht. oh Gott. Junge, ich leck hier X und Huf von so einem Pferd wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es genau wie Lasagne, so Pferdefleisch. Das fühlt sich eher an wie Rattenfleisch. Ich muss aber sagen, in der Kombi zwischen Tzatziki, Brot und Soße, also oft ist ja beim Döner so, dass keine Tomaten, ne? Ganz wichtig nochmal, keine Tomaten. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, der schmeckt gar nicht mal so scheiße. Also der schmeckt jetzt nicht krass und ich denke mir so, oh geil, ne? Aber ich esse, ich habe es auch runtergestuckt, ne? Das ist mal nicht ausgespuckt oder sonst was. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Bitte, oh Gott, Ivan, Zuruf, bitte bereue das nicht. Ich schwitze im ganzen Gesicht, was so heiß hier in dem Auto ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt keine Null. Das ist keine Null. Das wäre mit der Sage. Das ist auch eine 10, Digga, bin mir ehrlich, das ist so vielleicht eine 3 oder 4. Das hört jetzt immer noch schlecht an, aber vergiss nicht, Leute, das ist ein Fertigdöner aus einem Automaten in einem sehr warmen Land gerade. Und dafür, dass der wahrscheinlich schon irgendwie wahrscheinlich ein Jahr lang da liegt oder so, ist der echt in Ordnung. Also ich kann es echt sagen, der Dönerautomat ist in Ordnung. Es ist keine Empfehlung, ich sage jetzt nicht, wenn ihr mir aussieht, ihr habt auch so ein Interesse wie ich, dann sagt ihr, ich wollte da hingehen. Es ist aber, also die Pizza aus dem Automaten war echt nicht schlecht. Da habe ich keine richtige Wertung gegeben, aber es war für mich im Nachhinein, glaube ich, eine 6 sogar oder so. Das ist sogar ein bisschen besser als der Durchschnitt, weil der 5 ist ja so Durchschnitt, ne? Aber der ist jetzt unterm Durchschnitt so, aber der ist. Mal ganz ehrlich, Leute, auf Madeira gibt's Döner, hab ich schon mal gesagt. Und der ist echt nicht gut. Und den auf Madeira finde ich nicht gut. Aber der hier ist gar nicht mal so viel schlechter als der Dönermann hier auf Madeira. Und das heißt schon was. Also der ist jetzt keine Null. Der ist essbar ohne, hoffentlich, ich werde jetzt meine Schweinehufe nicht ins Feuer dafür legen. Aber das ist jetzt keine Null halt einfach. Das ist halt so eine, ja, Diggi, komm, gib dem Ding eine 3 oder 4. Aber ich hoffe, ich kriege natürlich keine Lebensmittelvergiftung. Besser als der Burger, essbar. Sagen wir es so, essbar, besser als erwartet. 100% besser als erwartet. Der Burger hat mir gruselige Angst gemacht. Ich bin überrascht. Ich hätte gedacht, wirklich, ich werde kotzen, es wird richtig abartig und hier und da. Aber ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, kann sagen, ey, Döner aus dem Automaten kann man machen. Boah, Digga, guck mal, wie nass ich bin. Ich öble richtig. Aber egal, geht echt gut klar. Burger auf 0, Döner 3 bis 4, sage ich ehrlich. Das hatte ich auch noch nie. Meine Kamera ist einfach überhitzt und ist ausgegangen wegen der Hitze. Ich hoffe, ich kriege keine Lebensmittelvergiftung. Muss aber sagen, ich bin echt überrascht. Also, das war wirklich kein scheiß Döner. Das war immer noch nicht gut. Ne, ich will nicht lügen, Digga. Das wird jetzt ein Döner sein, den ich mir regelmäßig holen werde. Aber besser als der Burger. Hol mal. Ja, Dönerautomaten ist okay. Ne, ist unter 5, also unter dem Durchschnitt noch. Aber ganz ehrlich, ich hatte mir viel schlimmer vorgestellt nach diesem rotzigen Burger. Geiler Test, Digga. Noch ein Automaten mit in die Schweinekultur mitgenommen. Leute, ihr wisst, ich liebe es, Automaten zu testen und ich wollte trotzdem noch ein kleines Extra-Video dafür machen. Ich hoffe, das Extra-Video hat euch gefallen, auch wenn es nicht so viel Arbeit ist und hier und da bla bla. Trotzdem finde ich es, hoffe, ich fand es ein cooles Video. Ich bin nass, meine Backen sind rot. Ich hoffe, ihr habt ein geiles Video gehabt. Ich hoffe, ihr habt einen geilen Tag. Ein Like wäre lecker. Abo, ihr wisst alles. Küsse, Küsse, Küsse. Bis sonst beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.